29,5 Sekunden. Rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Das war's. Ein spektakulärer Sieg hier in Spanien. Das gibt ordentlich Selbstvertrauen für das nächste Rennen. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonderes...